Also, ich bin sehr froh, dass wir ein Riesenorchester zusammengestellt haben, aus Lehrern, aus Schülern und mit Mitarbeitern der August-Mann-Franke-Schule, auch mit Leuten, die aus dem professionellen Bereich kommen, Musikzentrum, die Musikschule, mit der wir zusammenarbeiten. Und so haben wir Musik zusammengestellt, die passgenau zu dem Stück, das Gras unter unseren Füßen dann hinzugefügt werden kann, sodass die ganze Stimmung, die in den einzelnen Akten ist, durch Musik nochmal vorbereitet, illustriert werden soll. Was habt ihr für ein Empfinden? Ist das Musizieren im Orchester für dieses Stück was Gewinnbringendes? Seid ihr da gerne hingekommen? Nicht so gerne? Ihr könnt da ganz ehrlich antworten. Also ich finde, es hat schon den Horizont komplett erweitert, weil das sehr gemischt ist, die Musik. Und es macht unheimlich Spaß, wenn man sich in diese Musik reindenkt. Genau. Ja. Und ich finde, das verbindet uns auch so gemeinsam ein bisschen als Schule, weil groß und klein, also wirklich, wir haben, ich weiß nicht, Fünftklässler da und Lehrer. Und irgendwie sind wir durch die Musik alle verbunden und können alle irgendwas voneinander lernen. Ja. Welches Stück findest du denn am schönsten, Matthias? Okay, also wir haben richtig martiale Musik und so versuchen wir mit der Musik den Zuhörer wirklich zu packen, zu greifen. Und ich bin sehr begeistert, dass wir am Landestheater diese Chance bekommen, um Bühne und Musik zusammenzubringen. Das ist für Schule eine riesen Herausforderung und wir freuen uns auf den 4. Juli und natürlich auch auf den 5. Juli, aber auf den 4. Juli schon sehr besonders, weil wann hat man schon die Möglichkeit, im Landestheater mit Orchester aus dem Graben heraus spielen zu dürfen? Sei dabei!